3, 2, 1. Moin! Ich bin's wieder, euer hängengebliebener Lutscher, Digga. Dapper Daylight, ey. Ey, ihr habt's genau gehört. Willkommen zurück zu einer neuen Runde Dead by Daylight mit der Sülze. Ja, heute mal wieder alle am Start. Und wir haben jetzt die letzten Wochen natürlich so ein bisschen hier rumprobiert, ein bisschen gemacht. Dann wurde gesagt, ey, ihr seid kacke. Hat sich wahrscheinlich nicht so viel dran geändert. Muss ich auch mal als kleinen Spoiler mitgeben. Wir haben es versucht in den letzten Wochen. Also wir haben alle geübt. Ich wahrscheinlich am wenigsten von allen. Ich weiß nicht, wie Sterzig sich gemacht hat in der Zwischenzeit. Aber ja, wir versuchen jetzt mal den Rüdiger hier fertig zu machen, würde ich sagen. Gucken wir mal, wie wir diese Woche abschneiden. So. Ja, das finde ich gut. Was willst du denn abschneiden? Das verstehe ich nicht. Ich schneide bei euch alles. Eine Scheibe von ihm. Sollten wir uns alle mal abschneiden, da. Max, ja, spiel mal was anderes. Soll ich Gulasch und Heidelkraut nehmen? Oder. Oder Barbecue und Chili? Ja, Barbecue und Kacke? Ja, Barbecue und Chili, Digga. So, wenn ihr bereit seid, dann flitze ich nochmal schnell aufs Toilettchen und scheiß übelst in die Tonne. Hä, die Folge hat schon angefangen. Echt? Wir haben schon längst angefangen, Digga. Digga, ich hab gerade angefangen, meine Kettensäge einzuölen. Das ist, also, ihr seid noch nicht ready. Rück ready! Ich muss halt noch was anderes einölen. Killer! Ja. Ja, Birks, kannst du morgen machen, Birks. Ja, dann, aber ich muss Memento Mori. Okay, ihr wollt Kettensäge spüren. Kettensäge. Jetzt lass uns doch einfach nächstes Mal was anderes spielen. Ich sehe euch in zwei Teile. Wie damals im Berg und so, meine Damen und Herren. So, ein Kanal zu Karschinski. Ja, genau. Oh, da sehen wir Opfergaben. Walla. Einer hat nichts geopfert, war ich das? Warum halt es denn jetzt so? Weiß ich nicht. Ich glaube, weil Papo das Headset abgelegt hat. Ja, Papo ist nämlich Schiffen, glaube ich. Der liegt jetzt. Das ist einfach geil! Professionelle Aufnehmen hier. Ja, der ist jetzt einfach aufgestanden, ja einfach legt sein Headset hin, versaut die ganze Tonspur. Hört ihr das? Ja. Hallo! Hallo! Echo! Ja. Ehre! Echo! Amen! Amen! Ja, gut. Könnt ihr ja gerne mal dann auch nochmal jetzt auf das Video von gestern bei Papo raufgehen. Da war er nämlich noch nicht AFK. Da war er noch nicht AFK, da war ihm das noch wichtig. Das ist eine richtig schlechte Map für mich. Wallah, Ahmed, Alhamdulillah. Ja, aber letztes Mal hast du hier den Screenboy gespielt, ne? Ja, der ist richtig geil. Was macht Papo bitte? Digga. Der war halt legit pissen. Jo. Oder kacken. Aber dann soll er sich muten, Digga. Ich bin doch da. Ja, dann mute dich nächstes Mal, Alter. Ey, mega Rückkopplung. Die ganze Zeit. Wow. Rückkopplung, Digga, mein Anus. Warum halt die Rückkopplung? Ja, weil es immer so ist bei dir. Tja, dann musst du dich bei Instagram bestellen. Das ist nicht mein. Wie das duftet. Kettensäge wird sich. Oh nein, der kommt angerast. Er hat uns überhaupt gesehen? Ich weiß es nicht. Ich hab irgendwie Angst. Kann der auch nach oben kommen hier? Lenny liegt! Lenny liegt! Macht Gents, Leute, Gents! Vertrau mir. Vertrau mir halt nicht, ist so asozial, wirklich. Wie hässlich bist du eigentlich? Ziemlich. Hey. War jetzt nicht nötig, Digga. Ich werd mal nicht verletzen hier. War jetzt nicht nötig, Digga. Oh, ich tut so weh. Ah, hast du Barbecue? Bist du dabei? Feierabend duften, yeah. Hallo. Oh nein, das gibt's doch nicht. Sehr gut. Ohne Spaß. Doch, bei Roller. Kann ich da durch die Ende hier durchlaufen? So, voilà. Kettensägen einölen. Deftig wird sich. Ich bin Öli. Kamasche auf den Händen drauf, Naturgewürz und das schmeckt man auch. Ja, lass uns alle singen, das ganze Video über wird very nice. So. Feierabend, wie das duftet. Sterze, komm her. Köstlich wird sich gut. Komm doch her, Digga. Komm, Masche. Nu? Das ist schon wieder meine scheiß Blutspur. Hallo. Lass mich bitte heilen. Jetzt nervt mich nicht. Jetzt nervt mich nicht. Was ist Nu, du bist schon wieder am Haken gleich. Großartiger Fähigkeitsschick. Großartig. Hier oben tolle Performance. Was?
oben geknallt. Stopp, lass mich hängen, Leute. Ich komme schon gut klar, ne? Kettensägen, yeah. So. Oh, der Sternchen kriegt eins über die Rübe gezimmert. Wanda. I don't like Surprise! It. Surprise! I hol you runter! Oder auch nicht? Der Dick. Leute, macht irgendwas! Ist der schon fertig? Joa! Scheiße. So, ich würde dir erstmal. So, wo ist denn eigentlich Papo den ganzen Tag? Hör mal. Ich such Jens! Im immer noch! Feuerland. Dort, das ist aber ein praktischer Haken gewesen. Ihr seid ja alle ganz nah an mir dran. In den Spuren. Oh, nein! Oh Mann! Hey, ich dachte, ich bin nah genug dran für den Barbecue-Kram. Kettensäge. Ich hasse diese Welt, Mann. Komm mit ins Barbecue-Land. Oh! Alter, riech mit dem Hammer verprügelt, Bruder. Oh, ich hab ihn übergesammelt, Digga. Er weiß jetzt wieder, wo wir sind, ne? Das ist ein bisschen blöd. Wir sind ja etwa 2 in 1 Generator. Mein Chili schlägt aus. Brennt. Verstärkt, ich glaube, du kannst. Alter. Alter, hier fährt irgendwo ein Auto rein. Also, ich bin ein bisschen. Hallo! Oh nein, das gibt's doch nicht! Warum laufe ich über diese Kackwege so vor? Nein! Durchgeschnitten wie ein Brot! So, darf ich jetzt auch einen Generator finden wieder? Wo ist ein Generator? Ich bin auch sauer, Jasmin. Ja, ich bin auch sauer. Okay, geil. Ey, es kann doch nicht sein, dass ich wirklich keinen Generator finde. Pommersche aus dem Buchenwald. Hinter dir ist doch einer. Wo denn? Alter, du bist so lost. Ich hab mir auch gerade eine Pommersche ins Maul zu drücken. Hilfe! Hallo! Ist gerade an einem Gen vorbeigelaufen, Bro. Moin Mädels. Moin Jungs. Ich bin hier euer Kassel. Wow, das tut weh. Nicht so hart. Nicht so hart. Nicht so hart. Harit. So, gibt's irgendwas keine. Irgendwas gibt's keine Gens, ne? Nee. Meinst du jetzt Generatoren oder die Gens? Da ist er ja. Hier ist er ja. Hallo. So. Ach, Papa, genug hängt da auch die ganze Zeit rum. Ja, keiner von euch holt mich, Mann! Komm. Ja, red doch mit uns! Hey, du hörst an eurer Verantwortung, wenn jemand hängen geblieben ist, Leute. Es ja. Kommt. Das tut weh, ja, ich weiß. To apologize. Oh mein Gott, letzte Second. Das war wirklich knapp, ne? It's too late. Das war echt frech, Sterzig. Das war frech. Ja, wa? Ich war irgendwie auch geil. Wir müssen mal Generators machen, Leute. Ja. Hier ist ja eine Spur. Arbeiten die etwa schon wieder? Hallo! Bist du gegen die Wand gelaufen? Das kostet Zeit. Ey, ich hab E gedrückt. Ich auch. Der nee, linke Maus. Macht mich unverwundbar. Nein, ja, du kriegst einfach nur einen Speed-Bonus. Doch! Doch! Doch, ich schwöre, ich kann keinen Schaden nehmen. Spielen. Leute, mach Gems jetzt! Gems, ja. Jennifer Lawrence. Ich muss sagen, dieses Barbecue-Ding hat bei mir vorhin gar nicht funktioniert. Also wirklich nope. Überhaupt nicht. Pommersche, Kettensäge. Töten. Natur, Töten. Die Würzen, das schmeckt man auch. Oh nein, du bist jetzt gefinished. Ich säg mir den Fuß. Oh nein. Jetzt hast du zugeschaut, wie dein Freund stirbt. Ja. Ein kleiner Freund. Hast du gut gemacht. Hier arbeitet jemand, der Generator ist ja schon bei 70%. Hey, wieso? Mann! Hä? Wieso weißt du das? Er hat Barbecue und Killy dabei. Nein, ja, aber in dem Moment doch nicht. Barbecue und Ass. Er hat richtig Lust. Mein Barbecue ist in deinem Ass geflossen. Kannst du auch ein bisschen Curry draufpacken? Lass mich dich direkt heilen. Warte. Hier stöhnt doch jemand. Ja, hier stöhnt wer. Kalle heilt sich gerade über mir. Nein. So eine Frechheit. Hör auf damit.
du kleiner Schmuddeliger, da werf ich die Kettensäge an. Jetzt zeig doch mal die Suzuki. Aua, meine Fresse! Ding, 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 ding. Genug ist der auch so warm wie mir. Ja. Alter, was ist mit euch? Brothers? Komm direkt mit. Komm mit, komm mit, komm mit, komm mit. Komm mit, komm mit, schnell, schnell, schnell. Komm mit, komm mit, komm mit. Komm mit. Who let the dogs out? Wuff, wuff, wuff. Hier stöhnt doch schon wieder wer. Ah! Das ist nicht ich. Nein, ich wollte an dir vorbei. Hä, Mann, du tiltest meinen Arsch, wirklich. Es nervt so hart. Wieso weißt du immer, wo ich bin? I don't get it, Digga. Junge, es waren richtig viele Kratzspuren. Überall. Ja, aber ich habe ja auch Blut im Arsch. Muss doch laufen. Du darfst nicht rennen, Kalle. Ja, einer, ihr müsst jetzt da aufhören. Lauf, der Generator ist ja schon fast fertig. Ja, ich komme, komme, komme. Schaffst du es? Nein! Ich hab direkt aufgegabelt. Ich tritt gegen, schau zu. Mann, ey. Tilt, tilt, tilt. Dann wäre diese Scheißtür aufgewesen. Da hat jemand beim Heilen verkackt. So, hallo, Freunde. Du bist du tot? Ja. Gut. Nicht gut. Nö, 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 nö. Wiggle, wiggle, wiggle. Just a little bit. Just a little bit. Ich würde euch nachher mal einen Perk empfehlen, dass man euch nicht stören hört. Nö, ich finde das gut, wenn man mich stören hört. Nee, weil der hat euch jetzt schon voll auf das Wegen gehört. Oh Mann, ey. Ja, ich war jetzt so, ich wollte jetzt wissen, was Glut zu sagen hat und dann hatte ich einen flinken Finger. Also aus Panik erstmal eine Sekunde zu fühlen. Ach, come on, Alter! Weißt du, hörst du das, wenn ich... Ach, scheiß drauf, Digga. Nee, ich sehe ja, wenn du failst, dann sehe ich global, wo du dich befindest. Und das ist halt der einzige Ort, der unter der Map ist, Digga. Papo, komm, reiß das Ding. Du musst der Erste sein, der bei Henno mal survived. Mach die Tür auf und verpiss dich. Ja, ich bin schon raus. Ich warte auf dich. Ich kann es noch nicht sehen. Ich habe mich geopfert für die Gruppe. Oh, oh. Bist du sicher, dass du das schaffst? Oh, das war aber echt close. Oh, voll gegen die Wand geschlagen. Imaginary Wall. Das war jetzt aber auch eine sehr schnelle Runde. Ich glaube, wir können noch einen ganz flinken Finger, wenn wir jetzt einfach fortfahren drücken. Das waren jetzt 13 Minuten. Ja, los geht's. Ich glaube, einen ganz flinken Finger. Ja, aber dann sind wir halt bei 26, Digga. Ich sag, wie es ist. Aber 13 ist halt zu wenig, glaube ich. Los, ja, gut, dann weiter, los geht's, los geht's, los geht's. Ja, gut. Wollen wir anders Killer spielen? Nein. Nein, nein, einfach weiter. Weiter, 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 weiter. Irgendein Survivor hat noch nicht gedrückt. Lenny. Okay, dann schreie ich mich jetzt an. Ich bin so cool. Yeah, yeah, yeah. So. Dann strenge ich mich jetzt an, vor allem. Was ist das für eine Aussage? Weil er eben verloren hat, das hat ihn jetzt ein bisschen getriggert. Nee, damit es schneller geht. Ich hab mit gewonnen, Digga. Hast du es für Spirit rausgeholt, oder was? Memento Kacke. Memento Kacke. Und genügend Generatoren repariert, besteht das Ziel der Überlebenden darin, einen der beiden Schalter zu betätigen, die das Ausgangstor öffnen. Schwörst du das? Dass die Überlebenden fliehen können. Das schwöre ich. Warum kann der Killer eigentlich nicht fliehen? Mein Name, Ahmed Hamdullah. Warum kann die Fliege eigentlich nicht killern? Ich habe eine Fliege an. Die Killer fliegen, ne? Oh, mein Ohrläppchen. So. Oh, nicht Halloween. Juhu. Eine ich mag offene Halloween. Macht mich aggressiv. Habt ihr den Film geguckt, Digga? Ja, klar. Und wie findet ihr ihn? Nicht gut. Oh, Papo, du rennst direkt weg. Hier steht ein Jen und du verpisst dich. Den nicht anschauen darf. Ich verpiss mich überhaupt nicht. Ich mach hier eine Box auf. Ich glaube, da habe ich wen gesehen. Doch, wir haben Zeit. Wir haben für alles Zeit. Es gibt Punkte. In der Custom Lobby. Voila. Voila, Ahmed Hamdullah. Jetzt fange ich auch schon damit an. Ja, geil. Geil, willkommen. Willkommen, willkommen. Willkommen. Kalle, wo guckst du hin? Überall. Hinter mich. Neben mich.
Okay, sie ist bei Gnu. Das gab eine Schelle. Sie ist bei Gnu. Ja, es ist doch sie, oder? Ist es sie? Ja, es ist sie. Das ist sie. Das ist sie. Und tschüss. Tschüss. Und tschüss. Jetzt hat er wieder Kuchen und Kekse dabei, ne? Oh, er ist hinter uns. Oh, es ist wieder der mit der... In Deckung. Mach ich. Ich laufe hier lang, okay? Okay, Kalle, dann komme ich zu dir. Ey, du gehst ja so auf den Stick. Ohne Witz. Wieso? Ach, komm. Ich halte das nicht. Ich, nee, es geht nicht in meinen Schädel rein. Ich hab doch gesehen, dass du da bist. Fubu-hafti. Aber hast du es auch gespürt? Das war jetzt wild, Kalle. Oh Mann! Ich dachte gerade so, boah, wie ich dich gerade ausgetrickst hab, Bruder. Und das dann? War jetzt wild, Kalle. Mann, ey, ich hasse dich, Mann, wirklich. Ich hasse dich. Hass ist ein schweres Wort, Kalle. Nee, aber ist auch die Wahrheit. Weil, guck das mal an. Nein, aber ist auch die Wahrheit. Das wird knapp. Oh, das hat mir noch geknappt. Ach, was hat er denn? Oh lol, du bist runtergesprungen. Ja klar, weil ich ein krasser Boy bin. Wieso läufst du nicht? Blinker. Hä, lässt du mich jetzt entkommen? Was bist du denn für einer? Ja, der kümmert sich jetzt um mich, weil ich gleich fertig bin. Tritt er da jetzt erstmal drauf, die Sau. Hab ich recht? Hab ich recht? Man darf nämlich nicht tunneln, ne? Man muss immer auf die Generatoren gehen. Als Killer. Und als Survivor. Killer, Digga. Scherzig, was machst du eigentlich gerade die ganze Zeit? Machst du auf dem... Generatoren. Also ich hab bisher mit Papo den einzigen Generator fertig gemacht. Und das kann doch nicht euer Ernst. Ich hab jetzt gleich den zweiten fertig. Wie du dich noch beim Fall umdrehst. Meanwhile, da hinten. Unbefriedigend. Ah! So. Das war lustig. Nur Spaß. Ich bin nicht hinterm Tisch, Max. Oh nein. Wer holt genug? Was? Ich wurde geblockt von dem Grashalm. Okay. Nein, hinter dir ist ein Baum, Bruder. Ich wollte nach vorne rennen. Meinst du? Ach so, das war ja gar kein Grashalm, das war ein Baum. Kommen Sie da mal runter, junge Lady. Okay, er weiß, dass da wer ist, ne? Ja, ja, klar. Ach so. Wer holt denn jetzt den lieben Papo, bitte? Kinder. Ich glaube, keiner von uns. Ihr Kinderlein, kommt. Würzig, düftig, schmalzig, gut. Okay, Sterzig wurde jetzt übel. Sterzig wurde zerlegt. Ich sehe ihn halt erst, wenn er ein Millimeter vor meinem Arschloch ist. Das riecht man auch. Witzig, deftig, ich kack dich voll. Ich glaube, ich mache einen Versuch, wenn ihr nicht langsam mal zu uns kommt. Ne? Masche auf den Ofen drauf. Jetzt kämmt er. Er kämmt. Und das schmeckt man auch. Ach, du hängst ja immer noch. Masche aus dem Ofen drauf. Oh, danke. Ja, die haben einfach einen Generator meanwhile gemacht. Also, dass sie jetzt Sterzig runterholt, finde ich nicht gut. Wo seid ihr? Ah, hier. Hallo Kinder. Uff. Ah, das war hart im Nehmen. Sehr ja, gut. Genau. Danke, danke, danke. Aber ich glaube, ich bin trotzdem tot. Damit geht's ey, ich bin gerade so konzentriert, ich krieg kein Wort raus. Das Ding ja, war doch gut. Oh. Bisschen tryhard Gameplay, Digga. Nee, oh, okay, ja. Das zählt jetzt wirst du zersägt, ne? Bruder. Könnt ihr ihn schlagen oder so, dass er aufhört? Wo ist denn hier noch eine Jenny? Schlagen oder so, dass er aufhört? Oh, du hast da oben den Jenny fertig gemacht, ne? Nice Stein, voila. Digga, manchmal muss man ja mal sein Gen. Muss man mal den Gen machen, wenn man kein Werkzeug hat? Gut, ich schlag einmal und jetzt bin ich. Cool, danke. Ich will nicht flamen, aber es war scheiße. Ich will nicht flamen, aber wollte mich gerade One-Hit töten. Oh, jetzt werfen ihm die Granaten gegen Gnu. Nee. Sehr gut, Kalle. Wie er dir hinterher rennt, wallah. Jo, vor allem, wenn meine scheiß Sackgasse läuft. Du musst noch einen Generator machen. Ich bin gleich am S. Ich bin gleich am S. Lenny, machst du gerade einen Jenny? Nein, ich hab mich gerade geheilt. Lenny, mach einen Jenny. Wenn du einen Jenny findest, sag mal Bescheid, Bruder.
Jo, Digga. Du sollst dich einmal verstecken, Bruder. Ja. Gnu hing erst einmal, oder? Nein, zweimal oder das dritte Mal, ich weiß nicht. Okay, Gnu, du musst mich nicht anschreien deswegen. Du mach einen Abgang. Okay, holst du Gnu? Ich habe einen Jen gefunden. Warum ist Papa tot? Meinst du den Jen, den ich meinen Kalle? Weil ihr mich nicht rechtzeitig geholt habt. Oh. Jetzt, wo du es sagst, du weißt ja, dass ich hier bin, ne? So. Also. Es war ganz, ganz knapp. Ich habe genau gerade das Struggle anfangen müssen, als ich runtergenommen wurde. Das war jetzt aber nachtragend gesagt. Ja. Nö. Hallo. Hä? Also nee. Diesmal gab's doch keine Splitter auf dem Boden und so ein Scheiß. Doch, überall. Nein! Doch. Nein, das glaube ich dir nicht. Du bist doch. Cheater, ein elender Cheater bist du. Das du ist das Problem. Du bist gesprintet, Digga. Hast du schon das Nein, ich bin 5 Meter gesprintet und dann gelaufen. Safe. Das könnt ihr alle sehen. Ja, und die 5 Meter sehe ich halt. Und auch die Richtung. Ja, aber das heißt doch nicht, dass hinter dem ein Busch stehe. Ja, aber man hat ja die Augenkalle. Man kann ja auch Situationen einschätzen. Wenn nee, du kannst Baba das Player, nicht! Wenn man ein Big Player ist, Digga. Der weiß nicht. Global sagt, Big ne? Player, Digga. Aufpassen. So. Hallo! Oh Gott, Alter. Locker über die ganze Map gerannt, Alter. Holy shit. In einem Run. Darf ich? Gnu, da war eine Palette, Toilette. Okay, er ist an Gnu dran. Gnu, da war eine Toilette. Versteck dich doch. Du musst ein bisschen mehr nach hinten gucken, Gnu. Man muss aber scheißen, wenn man nicht kann. Lass mich ein, bitte. Nö. Hallo. Nö. Schnell in den Schrank, Gnu. Das hat er jetzt natürlich auch gesehen. Hat er wie alle elegant durch den Zaun gesteppt. Jetzt wird sie durchgeschnitten. Du Sau. Danke, Digga. So, jetzt müsst ihr nur noch einen Generator machen, dann haben wir gewonnen. Ich weiß nicht, wie einfach das wird. Ich weiß nicht mehr, wo einer ist. Ich schon. Echt? Max auch. Aber das Problem ist, Max kennt ihn auch. Stille. Ja, es ist ja nicht der letzte Generator, oder? Deswegen machen wir den hier jetzt. Hey, Gnu, du bist auch tot, ne? Wie fühlt sich's denn? Danny, wie oft bist du schon am Haken gewesen? Einmal, oder? Einmal oder so. Das ist der wichtige Unterschied an der Stelle, Lenny. Kalle, sag uns, was in dir vorgeht. Angst. Warte mal, ein bisschen Commentary hier. Ja, ich bin, ich bin die Claudette, Alter. Ja, bitte. Skibidi. Oh nein. Ich höre die Kettensäge. Hier unten ist nichts. Aha. Dass du unten sagst. Ja, vielleicht bin ich aber auch oben und Sachen unten. Stimmt. Oben rauf, Naturgewürz und das schmeckt man auch. Schmeckt nämlich nach Kot. Frisch auf, Aua. Das ist der Brauch. Steffi, das ist eine gute Idee. Oh, Lenny. Dein Brain und deine Fähigkeiten sind das optimale Team. Oh, ihr seid im Untergrund. Hast du ein Team? Oh, was? Oh, das war keine gute Idee. Ach man, diese Blutflecken sind noch eine halbe Stunde auf dem Boden. Digga. Oh aber Mann, stellt sich das 10 Jahre gerade von mir bekommen. Ja, ich musste erstmal einen Generator finden, du Kenner. So, ich lebe by the way noch. Ja, aber. Natürlich weiß er direkt, wo du bist, ne? Also, das funktioniert nicht mit diesem Barbecue-Ding. Ich verstehe das nicht. Ah, oh, hier ist ja gar keine Palette mehr, Digga. Du musst jetzt. Kennensäge. Da kommt die Kettensäge, pass auf, er macht jetzt die Kettensäge. Komm euch hoch, ey. Ich hab dir die Möglichkeit gegeben, ich hab dir so viel Zeit verschafft. Ja, viel Zeit, Digga.
mindestens 3 Sekunden. Ich komm dich holen, Kali. Ring, 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 ring. Ey, du musst den Baum doch erstmal durchsägen. Gut. Ja. Wollen wir die Folge an dieser Stelle beenden, oder? Würde ich gerne aufhängen. Einfach jetzt Schluss, wo die Kettensäge nicht rein ist. Endcard in der Millisekunde, wo ich dich treffe. So. Erster Hering. Ja. Ja, aber habt ihr euch gut geschlagen. Habt es fast geschafft. Naja. Diese Woche hat es mit Rüdiger noch nicht geklappt. Vielleicht nächste Woche. Ich gehe mich jetzt hier nochmal verprügeln lassen. Schaut gerne bei Papo vorbei. Da kam gestern die letzte Folge. Und, voll in meinen Fuß. Ja, wir sehen uns ansonsten nächste Woche bei Henno wieder. Und dann sag ich mal Tschüss. Tschüss. Ne?